Am 28. Oktober wurde eine Allianz für nachhaltiges Bauen in Mecklenburg-Vorpommern auf der Auftaktveranstaltung in der IHK zu Schwerin gegründet. Das sind ja alles Player, die sich kennen. Das sind Beteiligte von den Architekten über die Ingenieure zu den verschiedenen Bauhandwerksbetrieben, die regelmäßig schon zusammenarbeiten. Aber wir haben sicherlich eine neue Herausforderung, die sich Stück für Stück schon aufgebaut hat, aber die wir jetzt koordiniert in dieser Allianz gemeinsam ganz strukturiert und auch für alle produktiv bearbeiten wollen. Die Frage, wie Bauen nachhaltiger wird, das verändert sich eigentlich bei den Baustoffen, bei den Techniken, bei den Anforderungen an die Gebäude und auch bei der Frage, wie wir gemeinsam dann einfach mehr CO2 sparen und die Nachhaltigkeit noch viel stärker umsetzen, was im Übrigen im Bauen ohnehin seit vielen Jahrzehnten selbstverständlich verankert ist. Man baut ja nie für 2 Jahre, sondern immer für 50 bis 70. Aber deshalb ist eben unsere Verantwortung auch noch einen Tick größer. Wir bauen jetzt für die nächsten 60, 70, 80 Jahre Gebäude. Die müssen sozusagen den Anforderungen auch der nächsten Generation standhalten. Die Allianz wurde mit dem Ziel gegründet, ein gemeinsames Verständnis von ressourcenschonendem Bauen zu entwickeln. Außerdem sollen Informationsangebote für planende und bauausführende Betriebe bereitgestellt werden. Und die Akteure wollen sich gemeinsam für eine möglichst zügige Anpassung der notwendigen Rahmenbedingungen einsetzen. Das ist heute eine Veranstaltung, eine Kick-off-Veranstaltung sozusagen, dass wir einen Impuls setzen wollen für nachhaltiges Bauen. Und wir haben ganz viele Partner aus Mecklenburg-Vorpommern hier heute zusammenbekommen in der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin. Da sind die Wirtschaftskammern, die berufsständischen Kammern, aber eben auch die Hochschulen und die Universitäten im Lande. Unternehmen sind vor Ort. Und wir freuen uns sehr, dass eine breite Gemeinschaft entstanden ist, die das Thema Nachhaltigkeit, was ja ganz wichtig ist zur Erfüllung unserer Klimaziele, dass die sich heute hier zusammengefunden hat und wir gemeinsam diese Allianz für Nachhaltigkeit dann gründen möchten. Die Initiative wurde von der Architektenkammer MV und der IHK zu Schwerin im Mai diesen Jahres ins Leben gerufen und gemeinsam mit der Ingenieurskammer MV aufgebaut. Wichtig sei laut Teilnehmer, dass die Bauwende hin zu klimagerechter Energie Fahrt aufnehmen muss. Der Rat der EU-Mitgliedstaaten hat sich erst kürzlich darauf geeinigt, dass in der Europäischen Union ab 2030 nur noch klimaneutrale Wohnhäuser gebaut werden dürfen. Alle Bestandsbauten sollen bis 2050 in Null-Emissionsgebäude umgebaut werden.